Hallo an alle K-System- und OpenK-Freunde da draußen. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Wie bereits in den News angekündigt, beginnt mit diesem Video die IK-Tutorial-Serie. Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich nochmal beim Christoph Schörner von Fichtelbahn und auch beim Xander von iTrain für die kostenlose Bereitstellung der BDIP-Komponente als auch der kostenlosen IK-Lizenz bedanken. Darum seht ihr hier oben links im Eck auch den Hinweis, enthält bezahlte Werbung. Jetzt geht es aber endlich los. In der ersten Folge zeige ich euch, welche BDIP-Komponente ich verwendet habe und die ersten Schritte in IK. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Testgelände, das ich vor langer Zeit in diversen Videos gebaut habe, bereits auf BDIP umgerüstet. Der Start ist natürlich das BDIP EF2. Dies ist ja die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem PC und dem eigentlichen BDIP-Bus. Von dort aus geht es dann als nächstes in die Light Control. Mit dieser steuere ich dann die Servoweiche an und auch später die optische Stoppstelle hier. Danach geht es weiter in ein Ready TLE. An diesem sind alle Rückmelder angeschlossen. Wer wissen möchte, welche Sensoren zur Rückmeldung fürs OpenK-System geeignet sind, dem verlinke ich mal ein Video, das ich mal über die Sensoren gemacht habe. Abschließend seht ihr hier noch die RF-Basis. Das, was ihr hier auf dem Brett seht, ist noch die Version 1. Die ist aber technisch 1:1 identisch mit der Version 2. Es ist übrigens völlig egal, in welcher Reihenfolge ihr diese Komponenten hier miteinander verkabelt. Ja? Ich hätte genauso gut hier bei der RF-Basis beginnen können. Wichtig ist nur, ich zeige euch das mal hier in der Light Control, damit ihr quasi am letzten Knoten in dem Bus, ja, diese Terminierungswiderstände hier setzt. Ja, also quasi, die müsste man dann halt hier so setzen. So viel mal zur Hardware und jetzt geht es weiter am PC. Wenn ihr den Link in der Videobeschreibung anklickt, dann landet ihr hier auf dieser Website. Das ist die offizielle IK-Webseite. Wenn ihr dann mal hier bei Downloads anklickt, dann werdet ihr ganz schnell sehen, da steht IK und hier unten steht iTrain. Was ist denn jetzt kaputt? Da ist gar nichts kaputt, denn IK an sich ist keine eigenständige Software, sondern IK ist im Prinzip voll und ganz in iTrain integriert. Ja? Deshalb ist es auch komplett egal, ob ihr jetzt euch die Software hier von der IK-Homepage runterladet oder hier von iTrain. Ja, wenn ich hier mal gucke, dann seht ihr, ja, das ist hier im Prinzip die gleiche Software. Ne? Und im Endeffekt entscheidet dann nur der Lizenzschlüssel später, welche Softwarekomponente ihr verwenden könnt. Womit wir auch schon beim nächsten Thema sind. Denn wenn ihr die Software runtergeladen habt und die mal installiert habt und öffnet die das erste Mal, dann werdet ihr ganz schnell sehen, ja, da ist alles iTrain, aber wo ist jetzt mein IK? Ja, da sucht er nämlich erstmal vergebens. Denn IK könnt ihr ohne eine Testlizenz gar nicht testen. Solange ihr da keine Testlizenz eingegeben habt, kriegt ihr nur die ganz normale iTrain-Version. Deshalb müsst ihr euch zunächst, entweder macht ihr es vorher oder danach, nach dem Download, müsst ihr euch zunächst hier eine Testlizenz beantragen. Da müsst ihr halt ein paar Sachen hier ausfüllen, ja, das gehe ich jetzt nicht alles einzeln durch, und danach hier unten auf Registrieren klicken, dann dauert es meistens so 2 bis 3 Stunden und dann bekommt ihr eine Testlizenz per E-Mail zugeschickt. Doch bevor ich euch zeige, was ihr jetzt mit der Testlizenz anfangt oder wo ihr die eingeben müsst, gehe ich erst nochmal zurück hier auf Kaufen. Denn IK gibt es auch in mehreren Versionen und da möchte ich euch einfach mal kurz zeigen, was die einzelnen Versionen so können. In der Regel, wenn ihr die Testlizenz beantragt habt, bekommt ihr eigentlich immer hier diese normale IK-Lizenz, die ganz einfache IK-Lizenz erstmal zugeschickt. Diese Version hat natürlich den vollständigen Funktionsumfang, damit ihr K-System-Fahrzeuge computergesteuert fahren lassen könnt.
Die einzigen Einschränkungen ist eben in der Anzahl der Autos. Ja, ihr könnt maximal 128 Zubehörartikel anlegen. Ihr habt halt eine Einschränkung bei den Rückmeldern. Und so zieht sich das Ganze halt durch. Auch eine Einschränkung ist eben, ihr könnt maximal eine Schnittstelle anlegen. Bedeutet also, wenn ihr eure Fahrzeuge über BDIP ansprechen wollt, dann müsst ihr eben alle Komponenten, die dahinter kommen, für Rückmelder und so weiter, müssen dann eben auch über das BDIP-System laufen. Sonst funktioniert das nicht, weil ihr habt eben bloß die Möglichkeit, eine Schnittstelle zu hinterlegen. Wer das nicht möchte und möchte mit mehreren Schnittstellen arbeiten, zum Beispiel, dass er sagt, okay, ich will aber meine Schaltartikel über DCC laufen lassen etc. pp. Oder sagt, naja, 128 Zubehörartikel, die sind mir ein bisschen zu wenig. Der muss halt dann gleich die IK Plus Version sich kaufen später. Oder sollte das am besten gleich in den Beantragungen von den Lizenzschlüsseln, in den Testlizenzschlüsseln, sollte er das am besten gleich mit angeben. Am besten gleich in den Bemerkungen an reinschreiben, ich hätte gerne IK Plus Testlizenz. Damit er eben so eine Testlizenz kriegt. Ja, die kostet halt später dann auch gleich ein bisschen mehr. Die nächste ist dann im Prinzip identisch, sage ich mal, mit der Plus-Lizenz. Der einzige Unterschied ist halt hier, ihr könnt hier auch dann die Züge steuern. Wer natürlich, dem das alles zu wenig ist und der sagt, ey, ich habe so viele Autos, ich habe so viel Zubehör, ich habe so viele Weichen und, ja, der hat halt dann nur noch die Möglichkeit, sich irgendwann die Ultimate-Lizenz zu kaufen. Da geht natürlich dann alles unbegrenzt. Soviel mal ein bisschen zu den einzelnen Versionen, die es da gibt. Und wenn jetzt einer sagt, naja, super, wenn ich habe mir jetzt hier die ganz einfache gekauft, ich bräuchte aber doch eher die hier. Keine Angst, ihr müsst euch da keine neue Lizenz kaufen. Hier unten könnt ihr jederzeit eure vorhandene Lizenz durch eine geringe Zusatzgebühr einfach erweitern. So, ich denke mal, das war jetzt so ein bisschen mal ein kurzer Überblick über die einzelnen Versionen. Und jetzt starte ich einfach mal EICA, beziehungsweise auf dem Rechner heißt das Teil halt auch immer iTrain. Das starte ich das Ganze mal und wenn der Software aufgeht, wird die bei vielen zunächst erstmal ein bisschen anders aussehen wie hier. Da wird wahrscheinlich das iTrain-Demo-Gleisbild erscheinen. Das hat einfach den Hintergrund, dass bei mir schon die Testlizenz hinterlegt ist und ich da gar keine Zugsteuerung mehr habe. Deshalb zeigt dann bei mir jetzt hier direkt einen komplett weißen Bildschirm an oder einen komplett grauen Bildschirm. Bei euch wird da wahrscheinlich zunächst ein Demo-Board von iTrain hinterlegt sein. Danach solltet ihr zunächst erstmal, wenn ihr das Ganze gestartet habt, eure Testlizenz eingeben. Das geht ganz einfach. Hier oben über Optionen und Lizenzschlüssel eingeben. Da gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein, über die ihr den Lizenzschlüssel zugeschickt bekommen habt. Und dann am besten kopiert ihr aus eurer E-Mail-Adresse den Lizenzschlüssel raus, weil der ist sehr, sehr lang. Ich mache das jetzt nicht, weil bei mir ist er ja schon hinterlegt. Danach drückt ihr nur noch auf OK. Ja, bei mir kommt jetzt E-Mail natürlich falsch. Abbrechen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, danach startet iTrain oder müsst ihr iTrain bzw. IK nochmal neu starten. Dann legen wir doch auch gleich mal ein neues Projekt an. Das geht ganz einfach hier auf Neu klicken. Ja, er fragt nochmal, ob ich wirklich sicher bin, dass ich ein neues Projekt erstellen will. Ja, wie möchte ich, dass er wirklich ein neues Projekt angelegt hat? Das passiert im Hintergrund. Das sehe ich jetzt hier nicht. Ich kann das Ganze natürlich jetzt gleich mal speichern. Der Speicherdialog geht natürlich jetzt wieder im falschen Monitor auf. Dann nehme ich das Ganze jetzt einfach mal Tutorial. Ach nee, halt, ne. Sorry.
Sorry, war mein Fehler. Nee, da oben nicht reingeben, da kann ich was suchen. Hier unten muss ich jetzt meinen Dateinamen reinschreiben. Und da schreibe ich jetzt einfach mal rein Tutorial. Und sage, okay. Und schon erscheint hier oben jetzt mein neues Projekt. Das hat es auch schon mal einen Namen. Was wir als nächstes machen müssen, ist natürlich die Schnittstelle definieren. Ja, dazu gehen wir hier auf Bearbeiten und sagen Schnittstellen. Und hier müssen wir eine neue Schnittstelle anlegen. Ihr seht, das Ganze ist momentan leer. Deshalb klicken wir hier auf Neu. Und jetzt müssen wir dem Ganzen erstmal einen Namen vergeben. Da machen wir doch einfach mal BDIP Interface. Machen wir doch einfach mal BDIP Interface. Beschreibung brauche ich nicht unbedingt. Und jetzt muss ich hier den Typ auswählen. Und das ist in dem Fall BDIP Directional Bus. Im Prinzip kann ich die ganzen Einstellungen, ja, die er jetzt hier unten anzeigt, die kann ich eigentlich eins zu eins übernehmen. Da brauche ich gar nichts zu machen. Oh ja, wichtig, natürlich eine Verbindung, ein Port, ja, einen COM-Port muss ich noch hinterlegen, damit er auch weiß, über welche Schnittstelle er es wirklich ansprechen muss. Da muss ich jetzt noch meinen COM-Port auswählen. Das wäre dann in dem Fall mein COM-Port 5. Wer halt das nicht weiß, der kann, muss halt dann kurz mal in seinem Gerätemanager gucken, wenn das BDIP-Interface eingesteckt ist, dann erscheint es hier immer unter diesen ganzen COM-Anschlüssen. Ja, da erscheint es dann und da kann er dann die COM-Schnittstelle auslesen. Er sagt hier, bei mir ist es jetzt COM 5, die Baudrate, das alles andere bleibt 1 zu 1, so wie es ist. Bei spezifisch, auch hier brauche ich im Prinzip gar nichts, null und gar nichts zu ändern. Hier könnte ich jetzt noch ein Bild von dem Teil hinterlegen, wer es mag. Und bei Kommentare, ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch reinschreiben soll. Anschließend, wenn wir das alles gemacht haben, gehen wir hier auf Übernehmen und mein Interface erscheint hier. Und jetzt seht ihr auch schon, was ich mit der Lizenz halt nicht machen kann. Wenn ich jetzt auf Weiter neu gehe, sagt er maximale Anzahl an Objekten erreicht. Ja, also ich kann hier maximal eine Schnittstelle hinterlegen. Zeigt er auch hier oben an. So, das Ganze wieder schließen. Und jetzt haben wir schon mal unsere Schnittstelle hinterlegt. Es gibt dann noch ein paar andere Sachen, dass man hier noch ein paar Voreinstellungen machen kann. Ich kann hier noch mein Aussehen verändern. Ja, wer auch immer das möchte. Also ich lasse das jetzt einfach mal bei Flatlight. Die Sprache, also ja, da brauche ich eigentlich auch nichts machen. Längenmaß ist auf jeden Fall bei uns immer Zentimeter. Hier könnte ich dann auf Millimeter und so weiter umstellen. Wir lassen das Ganze auf Zentimeter und die Geschwindigkeit, die machen wir immer auf Kilometer die Stunde. So, bei Gleisbild, da brauche ich eigentlich auch nichts machen. Schnittstelle, da brauche ich auch nichts machen. Modus, Einzelanwendung. Genau, weil wir können eh keine Netzwerkansicht machen. Deshalb brauchen wir das auch nicht. Bei Fernbedienung könnten wir jetzt noch eine ROCCO WLAN-Maus anlegen. Die habe ich jetzt nicht, deshalb bleibt das Ganze auch aus. Okay. Etwas, was ich heute auch noch zeigen will, kurz, sind die Einstellungen. Hier kann ich dann meinen Maßstab auswählen. Ja, für jeden, der N fährt oder so oder was anderes fährt. Hier kann ich jeweils meinen Maßstab einstellen und die Geschwindigkeit der Bahnhofsuhr oder der Systemuhr, die kann ich hier auch noch verändern. Ja, momentan, ich brauche sie momentan nicht, deshalb lasse ich sie einfach mal auf 1 stehen. Bei Optionen kann ich dann noch auswählen, ob er die Zubehörbefehle, ja, heißt also die ganzen Weichenschaltbefehle und so weiter, ob er die jedes Mal senden soll. Ja, bedeutet so viel, sagen wir normalerweise, weiß ja iCar oder iTrain, in welcher Richtung meine Weiche steht im Gleisbild. Und wenn jetzt quasi die Fahrstraße reserviert wird oder die Fahrspur reserviert wird, besser gesagt bei iCar, dann
dann sieht ja IK, oh, die Weiche steht schon in der Richtung, ich brauche keinen Zubehörbefehl senden. Kann aber halt immer wieder passieren, dass das nicht ganz 100% mit dem, was auf der Anlage ist, übereinstimmt, weil eben die Weiche manuell umgestellt worden ist oder so. Ja. Deshalb kann man hier einstellen, Zubehörbefehl immer senden und dann wird, egal in welcher Richtung die Weiche steht oder das, zu der Zubehörartikel, wird der Befehl immer wieder von IK gesendet. Würde ich auf jeden Fall immer mal aktivieren. Das zweite, naja, ob ich jetzt die Weichen wieder in eine Grundstellung bringen muss, ist jetzt bei IK, ich glaube, weniger relevant. Bei einer Zugsteuerung ist es vielleicht dann doch relevanter. Ja, Kommentar, ich wüsste nicht, was ich da ablegen soll. Okay. Genau, und somit haben wir im Prinzip schon mal die Grundkonfiguration durchgeführt. Wir können das Ganze jetzt nochmal speichern, sicherheitshalber, und sind eigentlich jetzt so weit, damit wir unser Gleisbild erstellen können. Das mache ich aber heute nicht mehr in dieser Folge, sondern in einer separaten Folge. Deshalb bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch wieder eine schöne Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.